Und dann darf ich Sie ganz herzlich nochmal begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Spiel 14 Uhr gegen die Rhein-Neckar-Löwen 2. Zur Pause stand es 12 zu 18, am Ende heißt es 23 zu 38 zugunsten der Rhein-Neckar-Löwen. Bei mir jetzt zu meiner Linken der erste Trainer Michael, zu meiner Rechten unser Trainer Alexander Lips. Michael, Wahnsinn, tolle Leistung, deine Worte für dieses Spiel. Ja, schönen guten Abend. Das war ein Spiel, wo, glaube ich, alles zusammenlief, was zusammenlaufen konnte. Ich habe im Vorhinein schon in meinen letzten 15 Jahren mich mit meiner Jugo 321 von Pforzheim Meuthen geärgert. Und mein Ziel war es einfach, heute nicht dagegen spielen zu müssen. Und das war das Team. Und dann überlege ich natürlich, wie kriege ich es am besten hin? Okay, 7 gegen 6. Dann wollte ich nicht irgendwie klassisch mit Zweikreis spielen, sondern ein neues System kriegen, das Pforzheim für eine Aufgabe stellt, das eine Lösung ist gegen offensive Abwehr und eine defensive Abwehr, dass meine Jungs wissen, was sie tun müssen. Es war klar, wer wechselt, es war klar, wer wird verteidigt. Und wir hatten einen ganz klaren Plan. Wir hatten einen Plan, wenn wir vorne verwerfen und es war eine Großchance, dann ist das nicht schlecht. Und ich glaube, in der ersten Halbzeit machen wir 18 Tore und haben aber 25 ganz klare Chancen, sodass der Plan richtig aufging, um dann auch in der zweiten Halbzeit da weiterzumachen. Das funktioniert dadurch, dass wir natürlich in unseren Reihen überragende Spieler haben, die dann Entscheidungen treffen. Sprich, dann kommt der Außen von Pforzheim hoch, dann mit Diagonalbällen. Wir haben gute Außenspieler, die dann die Tore treffen. Und dann ist Krönung heute eine Riesenabwehr hingestellt mit dem überragenden Niklas im Tor. Und wenn es dann alles so zusammenkommt, dann ist, glaube ich, ein Sieg in der Höhe, das kann ich so sagen, auch heute echt verdient gewesen für uns. Philipp zu Brünnchen, alles, das ist das erwartet schwere Spiel wird, das war uns allen klar. Aber dass es so eine Niederlage gibt, was ist dein Fazit von heute gespielt? Ja, guten Abend, da gehören wie immer zwei dazu. Mittel hat es gerade schon gesagt, also die Entscheidungsträger auf gegnerischer Seite, die sind sehr, sehr gut für diese Liga und wir haben auch innerhalb der ersten Halbzeit versucht umzustellen ein bisschen. Wir haben auch in der zweiten Halbzeit versucht, aber die Entscheidungsträger auf der Junglöwe-Seite, ja, plus dann vor allem die Quoten bei den beiden Außenspielern waren heute auch überragend. Nichtsdestotrotz, ja, du sprichst gerade Niklas an, der hält 22 Bälle, wir haben noch 6 oder 7 Ballverluste, dann wird es insgesamt auch schwer, überhaupt ja, ein Spiel zu gewinnen, unabhängig wie hoch das letztlich wird. Jetzt sind wir gut gelandet, glaube ich. 3 gute Spiele gemacht, heute einen richtigen Streifen bekommen, den auch von ihm so in der Höhe bekommen. Jetzt fahren wir nächste Woche nach Schwetzingen. Das wird, ich hoffe, ein Spiel auf Augenhöhe für uns werden und dass wir dort bestmöglich den besten Auswärtssieg dann landen können. Du hast es angesprochen. Nächste Woche dann hoffentlich, wir hoffen alle, dass die Saison weitergeht, in der Schwetzing, nächstes Derby. Wo geht's für dich in nächste Woche? Heimspiel? Heimspiel VfL Günzburg. Auch da wieder eine Mannschaft, die eine sehr aggressive 5-1 spielt, glaube ich. Die werden vielleicht jetzt auch prügeln die Woche, ob wir das auch gegen die aufpacken. Ich bin eigentlich kein Fan davon, aber wenn das so gut läuft und es ein Ergebnissport, dann muss ich natürlich gewinnen. Und auch da werden wir uns wieder irgendwas überlegen, mit der Mannschaft drüber sprechen und in der Summe eine gute Lösung finden. Mit dieser Leistung, Michel, lege ich mich fest, wird es für jeden Gegner dieses Jahr schwer, euch zu schlagen. Alex, nächste Woche der Auswärtssieg in Schwetzingen. Michel, hier drücke ich alle Daumen für die nächste Saison. Liebe Fans, liebe Handballfreunde, vielen Dank, dass ihr da wart hier in der Bella Benz-Halle. Kommen Sie gut nach Hause, schönes Wochenende noch, Dankeschön.